Was reden Sie denn da, Mann? Die Welt ist eine Scheibe. Hallo, hier ist der Peter Spier von der Firma Schmitz Heifer Video aus Koblenz. Heute geht es, ich erzähle es euch direkt zum Beginn des Videos, um einen der besten Plattenspieler der Welt. Technics SL1000R. Viel Spaß mit dem Video. Seit vielen Jahrzehnten steht die Marke Technics für begeisternde HiFi-Geräte. Die Marke aus Japan als Tochter von Panasonic hat schon immer hochwertigste Verstärker gebaut, CD-Spieler und alles Mögliche. Aber im Prinzip ist seit den 70er Jahren der Name Technics auch ein Synonym für direkt angetriebene Plattenspieler. Und jetzt haben wir endlich im Laden den SL1000R, den größten und hochwertigsten Direct Drive, den die Marke Technics jemals produziert hat. Man kennt Technics natürlich vor allen Dingen auch aus dem DJ-Bereich für Plattenspieler. Also der Direct Drive, der 73 damals als SL1210 auf den Markt kam, hat die damalige Musikkultur ganz, ganz krass beeinflusst, weil ein Direct Drive im Prinzip die Voraussetzung war, um DJ überhaupt, also das Schaffen als DJ überhaupt leisten zu können, weil ein Direct Drive wahnsinnig schnell von 0 auf Geschwindigkeit ist. Also die Geschwindigkeit, in der der Plattenteller die 33 Umdrehungen und die 45 Umdrehungen erreicht, ist innerhalb von einer Dreiviertel-Teller-Umdrehung. Also wahnsinnig schnell. Und dadurch konnte diese ganze Musik oder dieses Musikgenre DJ im Prinzip aufbauen. Und damit ist eben Technics auch groß geworden. Es wurden unheimlich viele Direct Drives produziert. Warum baut Technics schon immer, und das ist so die Kernfrage, warum baut Technics direkt angetriebene Plattenspieler? Wir kennen ja von vielen anderen Marken Plattenspieler, die sehr, sehr hochwertig sind. Wir kennen die Merzel-Laufwerke oder die Sub-Chassis-Spieler. Aber die meisten davon sind heutzutage riemenbetrieben. Der Grund dafür, dass es normalerweise ein Riemen genommen wird, ist ganz einfach. Ein Riementriebler ist relativ simpel von der Produktion her. Das Grundprinzip ist so, dass wir den Plattenteller beim Riementriebler von einem extern stehenden Motor aus über eben einen Riemen, also ein Gummi, antreiben. Und dadurch habe ich ganz einfache Probleme des Motors, also ein Rumpeln des Motors zum Beispiel und Vibrationen aller Art, sehr einfach von dem Teller ferngehalten. Technics hat damals aber sehr, sehr viel Entwicklungsarbeit reingesteckt, um einen Direct Drive zu entwickeln. Und der Grund dafür ist vor allen Dingen der Klangvorteil von einem Direct Drive. Der Vorteil von einem Direct Drive ist, dass die Achse hier direkt von einem Motor betrieben wird und dazwischen kein Bauteil mehr sitzt. Das heißt, wir kriegen es bei einem direkt angetriebenen Plattenspieler viel besser hin, die Geschwindigkeit zu kontrollieren. Also hier drin sitzt quasi ein Tachometer, der kontrolliert ständig, wie schnell ist die Achse am Drehen und kann direkt die Geschwindigkeit nachregulieren. Im Gegensatz zu einem Riementriebler, das wird auch produziert, aber ein Riemen verändert natürlich so ein bisschen die Regelung. Also sie ist sehr indirekt. Und hier haben wir eben eine direkte Regelmöglichkeit. Was ist denn jetzt aber das Besondere am SL1000 und wieso ist das Ding so schwer? 40 Kilogramm bringt auf die Waage. Fangen wir mal vorne an. Also auch im Vergleich zu seinen kleineren Brüdern ist hier eine Menge Hirnschmalz und eine Menge Mehraufwand drin. Der Motor, gehen wir wieder auf den Motor ein. Wie funktioniert so ein Elektromotor überhaupt? Also ein Elektromotor hat einen Statorteil und einen Rotorteil. Stator für statisch. Das sind in dem Fall hier 18 Spulen. 18 Spulen, die von einer sehr, sehr gut getakteten Wechselspannung versorgt werden. Dadurch baut sich in den 18 Spulen ein Magnetfeld auf, ein elektromagnetisches Feld und diese elektromagnetischen Felder betreiben dann den Rotor. Der Rotor ist in dem Fall hier als Doppelrotor ausgelegt, das heißt, hier haben wir zwei verschiedene Festmagnete, also Dauermagnete, und diese ziehen sich an und stoßen sich ab. Damit das Ganze super smooth funktioniert, gibt es in diesem SL1000 keinerlei Eisenkerne in den Spulen, die sonst
bei herkömmlichen Modellen, also bei alten Technics-Plattenspielern oder auch bei vielen günstigeren Alternativen, oft zu dem sogenannten Cogging-Effekt führen. Das heißt, normalerweise ist es so, dass durch die Übernahme der Magnetfelder, also der Pole, beim Drehen des Rotors, entsteht oft ein sogenanntes Cogging. Das heißt, es ist so ein Rastern. Cogging kommt von Zahnrad aus dem Englischen. Das heißt, im Prinzip, wenn man den Teller abnimmt, sieht man bei anderen Modellen oft, dass die Achse ein bisschen so Stück für Stück sich nur fortbewegt. Das ist hier überhaupt nicht mehr der Fall. Das entsteht unter anderem dadurch, dass diese Statorenspulen um 60 Grad zueinander verdreht sind und damit dafür gesorgt wird, dass das Magnetfeld sehr, sehr smooth übernommen wird und der Rotor sich sehr frei bewegt. Also das ist eine große Besonderheit hier. Der Motor ist wahnsinnig ruhig. Außerdem ist der Motor angetrieben von einem externen Netzteil. Dieses externe Netzteil macht uns eben diese Wechselspannung, die in die Statoren kommt, wodurch der Motor betrieben wird. Und dieses Netzteil ist wahnsinnig rauscharm. Das ist auch sehr wichtig, weil was soll der Teller machen? Der Teller soll einfach nur super gleichmäßig laufen in seiner Geschwindigkeit. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben einen sehr, sehr sauberen Sinus, also eine Spannung, eine Wechselspannung, und wir hätten da ein Rauschen drauf, dann würde natürlich auch das Magnetfeld dieses Rauschen wiedergeben und der Motor würde nicht mehr so smooth laufen, wie er es tut. Also deswegen dieses externe Netzteil. Einem externen Netzteil können wir außerdem einen Pitch von über 10% noch einstellen. Das heißt, wir können den Teller langsamer laufen lassen. Das ein bisschen regulieren. Dann hat der SL1000E fast nicht wahrnehmbar optisch anstelle den 9 Zoll Arm, die wir von den kleineren Brüdern kennen, einen 10 Zoll Magnesium Arm, kardanisch aufgehangen. Das ist bei den kleineren Modellen auch so. Das heißt, wenn man den mal in die Hand nimmt, wir haben eine super einfache Bewegung. Die Lager sind unheimlich toleranzarm produziert, also sie haben sehr, sehr wenig Spiel und gehen super smooth der Rille nach. Unten sehen wir, das kennen wir von den kleinen Brüdern auch, wir können beim Technics hier, bei dem Tonarm, die Tonarmhöhe ganz, ganz soft über dieses große Stellrad einstellen, sogar beim Laufen. Das ist so schön. Wir haben hier vorhin, also nach dem Auspacken, haben wir ein Clear Audio DaVinci MC-System montiert. Und das ist eine Freude bei so einem Technics, auch bei den kleineren Modellen, weil wir hier einfach super einfach die Tonarmhöhe, also den VTA, einstellen können. Und wir können hier sehr, sehr schön mit dem abschraubbaren Headshell arbeiten. Also das Headshell ist abmontierbar, dann kann ich das in Ruhe das System dran schrauben und kann es danach hier montieren. Also es ist sehr, sehr angenehm. Dann hören wir uns doch jetzt mal den Plattenteller an. Achtung! 7,9 Kilogramm Plattenteller. Der absolute Oberwahnsinn. Habt ihr gehört? Nüscht. Genau. Hier ist einfach nichts zu holen. Der Plattenteller hier ist natürlich, ne, wer hätte es ahnen können, der massivste, den Technics je gemacht hat. Warum? Eine Platte Messing. In diese Messingplatte sind hier außenrum 12 Wolframgewichte eingesetzt, um die Fliehkraft zu erzeugen, damit das Ding super smooth außenrum rennt. Also der Trick ist ja, bewegte Masse, ne, per se dann schon mal drehend an einer Achse, ist per se schon mal ruhig vom Drehmoment her und vom Einfluss, also der Einflussnahme von außen. Dann haben wir also Messing, darunter Aluminium als quasi Haupttellermaterial und dann unten drunter ganz massives Kautschuk. Warum das Ganze? Wir haben einen Plattenteller aus 3 Schichten, weil wenn wir verschiedene Materialien mit verschiedenen Resonanzfrequenzen mixen, das kennen wir ja schon aus dem Lautsprecherbau und von vielen anderen Produkten, auch hier aus dem Gehäuse, wenn ein Materialmix verwendet wird, dann ist das resonanzhemmend. Das heißt, wenn Messing zum Beispiel schwingen würde, trifft dabei auf ein sich anders verhaltendes Aluminiummaterial, dann bedämpfen die beiden Materialien sich gegenseitig. Das dritte Material ist jetzt hier eben Kautschuk. Hier oben, seht ihr, steht noch Balanced. Das ist ganz cool. Diese Plattenteller sind immer so gefräst, dass sie zu dem jeweiligen Motor passen. Das heißt, wenn jetzt hier so ein Ding euch mal auf den Fuß fällt, dann kriegt ihr unter Angabe der Seriennummern einen quasi handgeklöppelten neuen aus Japan. Wird nämlich alles in Japan original hergestellt. Wie schon eben erwähnt, hier drin entsteht Ähnliches. Also wir haben ein super massives Laufwerk, nochmal in Summe 40,2 Kilogramm mit dem Teller.
Hier drin sind 5 verschiedene Materialien verschafft und es mündet alles auf, ich zeige das mal gerade, auf ganz, ganz, oh, habt ihr gesehen? Auf ganz, ganz weich gefederten Füßen, um jegliche Schwingung dann nochmal abzugeben oder zu bedämpfen. Hier sind die Platzhalter für weitere Tonarmbasen. Den SL1000R können wir mit bis zu 3 Tonarmen ausstatten. Überfliegen wir mal gerade die Einstellmöglichkeiten. Ich meine, das ist jetzt, ne, ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Am Netzteil schalten wir das Gerät ein. Und dann wird hier angezeigt die eingestellte Geschwindigkeit. 33,33 rounds per minute, also Umdrehungen die Minute. Das finde ich ganz cool. Du kannst das hier umstellen. 33, 45, 78. Also 78 wäre ja für Shellac-Platten. Wenn man jetzt nochmal eins dieser Headshells sich mit einer Shellac-Nadel quasi bestücken möchte, könnte man das machen. Was ich cool finde, ist aber eben, wenn ich hier umschalte, dann ändert sich auch hier die LED-Anzeige. Also ich kann das sowohl am Laufwerk umstellen, als auch am Netzteil. Rechts davon ist das Adjustment für den Pitch. Also da kann ich einstellen 33 oder eben hier auf Display gedrückt, kann ich mir das anzeigen lassen, in Prozenten. Ich möchte 33 plus, was weiß ich, 1,5%. Dann läuft er halt ein bisschen schneller bei der 33er Geschwindigkeit. Ich kann das aber auch immer mit einem Tastendruck direkt wieder resetten. Also wenn ich sicher gehen will, dass ich da nichts verstellt habe, Reset drücken und gut ist. Und wenn ich nochmal auf Display drücke, dann habe ich die dritte Anzeigemöglichkeit und die finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Weil da geht es dann wirklich um die Live-Geschwindigkeitsanzeige quasi. Also Achtung, Raketenstart, wir drücken auf Start. So, von 0 auf 33,33 und zwar exakt. Wir haben das mit so einer Schablone nochmal kontrolliert von Clear Audio. Und da haben wir so eine 300 Hertz Strobo-Lampe extra für drauf. Ja, steht wie festgenagelt. Also super interessant. Und für einen nochmal 7,9 Kilogramm schweren Teller doch sehr beeindruckend. Dasselbe nochmal rückwärts. Steht. Nächster Track. Womit wir zur Musik kommen. Ich habe natürlich viel gehört, aber ich will mal an 2 Beispielen das Ganze irgendwie erläutern. Wie kamen wir denn auf den SL1000? Für alle, die es noch nicht gesehen haben, wir haben einen Podcast, der heißt Aus Liebe zur Musik. Und dort hatten wir vor einigen Wochen den Frank Balzweit der Marke Technics, der seines Zeichens Europa Product Manager von Technics, zu Gast. Und da erzählt er auch ganz viel über den Werdegang der Direct Drives und über die technischen Features und Raffinessen auch der kleineren Brüder. Könnt ihr gerne mal reinhören und sehen. Gibt es auch auf YouTube zu sehen. Einerseits war das natürlich sehr, sehr interessant für uns. Und das andere ist, wir hatten vor einigen Monaten den Vinylbus hier von der MINT-Zeitschrift. Und das war super interessant, weil da hatten wir von Technics dankenswerterweise zur Probe einen SL1000 hier in unserem großen Studio stehen. Der lief dort an dem R1000. Das ist der Technics Vollverstärker, der große. Und da dran hingen ein Pärchen Gauda Akustik Dark 100. Oh, das war uns so eine Freude, das mal zu erleben, weil das hat einfach geklungen. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Also in dem Raum, ich habe in diesem Laden noch nie einen so guten Schallplattenspieler gehört wie dieses Gerät. Also alles im Klangbild ist einfach nur festgenagelt. Das ist der Hammer. Also wir haben Ruhe, Kontrolle im Bass, die reine Musik. Also die Frage eher, wie klingt der Schallplattenspieler? Er macht gar keinen Ton selber. Das ist der Grund für den ganzen Aufwand und den Hirnschmalz, den Technics hier reinsteckt. Wir wollen eben nur das hier hören, die Nadel und die Musik aus dieser Rille. Dominique, Fils Aimé, als Beispiel Three Little Words, Seite B, dritter Song auf Seite B, beginnt mit Trommeln. Und das ist eigentlich genauso eine Paradedisziplin, wo du einfach merkst, wie strukturiert das bleibt, wie genau das bleibt und trotzdem farbenfroh. Das ist nicht so totgebügelt wie zu viel Masse auf zu wenig Musikgefühl nachher noch, sondern das ist schon noch sehr lebendig, aber es ist halt eben sehr strukturiert und sehr ruhig. Also ganz beeindruckend. Und was wir auch gehört haben, ist von Dire Straits On Every Street das Album Junior Friend, klar. Junior Friend. Und einfach alleine der Anfang, wenn die Slide-Gitarre kommt und das Ganze
sich im Raum auflöst. Also die Musik ist super tief, es wird sehr, sehr breit und dann kommt diese Slide-Gitarre, dann läuft so der Bass ganz ruhig rein und es hat ein schönes Volumen, ein tolles Grundfundament und wenn Mark Knopfler anfängt zu singen, dann hat das einfach nur so eine richtig, ich bin der Gänsehaut, so eine richtig musikalische Ausstrahlung. Also ein ganz, ganz hörenswertes Setup und dazu möchte ich euch ganz, ganz herzlich hier nach Koblenz einladen. Wenn ihr einmal ein SL1000R erleben wollt oder natürlich auch einen seiner kleineren Geschwister und das Ding einfach nur mal sehen wollt, kommt vorbei zu uns nach Koblenz. Wir sitzen hier in Koblenz direkt beim Hauptbahnhof. Also ihr könnt auch gerne mit dem Zug anreisen. Und ansonsten ruft uns an, schreibt uns eine Mail und vor allen Dingen abonniert gerne unseren YouTube-Kanal. Ich wünsche bis dahin eine schöne Zeit und viel Spaß beim Musikhören. Ciao, ciao. Schmitz Hi-Fi. Aus Liebe zur Musik.